haben eine neue so, Waffe entwickelt. Wir Energie. Gucken mal da rein. Ich sehe gerade. Nee, doch nicht. Jochu. Ah! Heute werden Sie eine Niederlage erfahren. Ah, da wurden wir Waffen verbessert, sehr schön. Jochu. Aber einer habe ich bereits verloren davon. Siehst du, es ging total ruckzuck. Wusste ich's doch. Die sind fragil, die Teile. Die sind super fragil. Kann nur einmal sterben. Ich dürste nach du bleib mal hier, falls da ein böses Typchen kommt. Aber ich kann ja jetzt. Immer noch nicht. Was ist der fertig hier unten? Nein, okay. Dann war bloß die Forschung fertig. Naja, was soll's. Ach, komm schon. Bereit zum Bauen. Komm schon, ich will noch ein paar große Schiffe bauen hier. Ich bin, glaube ich, schon länger in der Mission, als ich hätte sein müssen, aber. Also gefühlt bin ich langsam gerade einfach. Neue Station ist fertig. Kannst du was bauen, oder? Ja. Entwicklung eines Waffensystems hat begonnen. Warte, war das Latinum teuer? Ich hab's eigentlich gelesen. Nee. Kostet logisch, komischerweise wieder Lithium hier als Forschung, aber soll mir recht sein. Dorthin kann nicht gebeamt werden. Ich will auch nicht beamen. Auswählen. So. Beginnen mit Bau. Ist aber nicht so teuer mit 400 Lithium, oder? So gesehen. Naja. Was soll's? Rache schmeckt am besten, wenn sie eiskalt. Kommt mal vorsichtig mit. Ja. Oder fliegt mal vorsichtig los und so. Wir sind bereit für den Kampf. Die Schlacht hat begonnen. Wir haben ein neues Schiff für die. Ach toll, jetzt von den Torpedos. Die bringst du irgendwie nicht so richtig. Die habe ich effektiver in Erinnerung. Für den Kampf. Aus Teil 1 wohlgemerkt. Für Kalis. Ich kann auch alle nehmen, oder? Ja, kann ich. Ja, komm mal. Das ist vielleicht sinnvoller. Wir werden sie vor uns herjagen. Ich kann ja alles anwählen, hier ist ja völlig in Ordnung. Stirb, Sensorenphalanx. Wir werden sie vor uns herjagen. Machen wir ja schon. Wir werden sie vor uns herjagen. So ein Planet, wie es aussieht. Ein Metallplanet. Rache. Den werden wir vernichten. Oder zumindest, nicht. Oha. Energie. Weg da. Wir werden sie vor uns herjagen. Der Sieg wird wo ist denn der? Der ist ja ewig weit weg. Hat ja eine krasse Reichweite. Ja. Ich bin überzeugt, dass ich selbst nicht so eine Reichweite habe mit den Dingern, wenn ich sie spiele. Rache schmeckt am bösartig. Besten, wenn sie eiskalt serviert wird. Ah. Die Schlacht hat begonnen. Tod dem Feind. Richtig. Wir werden sie vor uns herjagen. Weitermachen. Wo aua, ist aua. Der Feind? Rache schmeckt am besten, wenn sie eiskalt serviert. Jetzt hier bitte das Ding erst kaputt schießt. Der Sieg wird scheint schon nicht mehr zu arbeiten, aber ich hätte den ganzen noch ganz gerne noch ein bisschen kaputter. Ja. So, wir weißt du? Ein neues Schiff für Beyond Seite. Repair. Rache. Nebenbei baut sich mein Vater drüben auf, ist auch wunderschön. Und Ressourcen habe ich echt eine ganze Menge übrig, also ich kann da nicht klagen gerade. Da bin ich fast schon ein bisschen überrascht, dass es so gut läuft. Wir werden sie vor na klar, ich habe zwei Dezim-Planeten und ich baue nicht so viel aktiv. Energie. Ist, glaube ich, keine Lücke, oder? Sieht so ein bisschen nach Lücke aus, aber... Wir haben nein. Ein neues Schiff für die Flotte. Nein, ist keine. Der Sieg wird unser sein. Aber das brauche ich auch nicht. Ich glaube, ich baue einfach nochmal nur so aus Neugier. Beginnen mit Bau. Ein paar davon. Ach, die haben Marines. Okay, also habe ich Marines und... Das ist ja beides fürs Übernehmen gedacht, dachte ich. Kommandoteam. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Die Schlacht Übernahme, ja. Also haben die aber zwei Sachen dafür. Okay, das ist auch in Ordnung, meine Güte. Why not? Ja, ja. So ein Gasplanet? Das ist doch ein Gasplanet. Metall, das finde ich auch noch ein bisschen merkwürdig. Am besten, wenn sie aber ist okay. Serviert wird. Wir werden warum sich an Logik halten oder so? Jagen. Ich kann mir ja Metall aus der Atmosphäre extrahieren, so in pulverisierter, gasförmiger Form. Mag ja sein. Vor uns herjagen. Mag ja alles sein. Vernichtet die Feiglinge. Polaran-Torpedo! Waffenreichweite! Stimmt, ich leider machen soll. Waffenreichweite, wie doof von mir. Ich hab das doch. Wo ist der, ob der das machen kann? Der hier? Meine Crew ist bereit. Wir haben ein neues Schiff für ach so, der sendet das Signal ständig aus. Wird unser sein. Okay. Das ist keine einmalige Sache, das ist eine Sache, die er dauerhaft aktiviert hat. Dann wäre es doch sinnvoll, davon zwei Schiffe zu haben und die nacheinander quasi zu aktivieren. Aber das kann man ja in einem Verband schlecht machen. Wir werden da brauchst du wieder zwei extra Verbände für im Prinzip. Ja. Wir haben ein neues Schiff. Das ist doch wirklich optisch definitiv ein Bird of Prey, meine keine Frage. Wir nur halt ein neues Schiff für die ziemlich groß, wenn der ist so groß wie das hier. Ich sehne mich nach einer krass.
Was sagt aber deine Höhlenintegrität? 260. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Die Schlacht hat begonnen. Bisschen mehr. Ein bisschen mehr hat er. Ja. Ich dürste nach Kampf. Nicht viel mehr, aber es reicht. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Aber. Für Karls. Was sagst du? Na? 300. Aha, der hat ja sogar mehr als der. Oder viel teurer ist der andere, der Bird of Prey. Du hast. Auch mehr. Und der hat bestimmt sehr wenig einfach. Na komm, schneller. Ja, es geht. Also so krass ist jetzt dieser größere Bird of Prey nicht, rein von der Höhlensache her. Ich weiß ja nicht, wie die Schilde und wie die Waffensysteme aussehen. Das wird ja nicht angezeigt. Was mich immer noch ein bisschen ankotzt. Das wäre schon schön, das genauer zu wissen. Aber egal. Meine Nummer 3 darf auch mitkommen. Guck mal, die können sich tarnen wenigstens, die Bird of Preys, ne? Sind halt Bird of Preys, die müssen sich tarnen können. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Habt ihr auch sehr gut gemacht. Muss ich schon sagen, heldenhaft. Oh, was? Kommt die denn her? Die müssen mal neu gespawnt sein hier oben. Moment, da haben wir Mittel gegen. Das heißt Stationsbau. Na? Das ist keine Station. Also schon, aber eine Handelsstation. Was? Die haben echt eins erschossen, wollte mich rollen? Reparaturschiff. Ich weiß, ich hab dich irgendwo. Wir sind bereit. Der handelt auch nicht mehr, ist auch toll. Endlich. Endlich. Und der andere? Ist der schon kaputt, der andere? Wir sind bereit. Achso, der hat gewartet. Oder wie? Ah, der hat gewartet. Okay, alles klar. Jetzt aber die Gegenfrage, wo ist jetzt mit Reparationsschiffen? Das war doch eben noch hier gewesen. Neues Schiff für die Flotte. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Nein, es ist nicht. Was? Nein, was tust du denn? Oh. Die kommen hier echt. Die kommen hier durch, das ist ein Wurmloch. Ach so, aber. Sie müssen ja mir vorbeifliegen. Die müssen ja hier auch aufspawnen. Oder kommen, fliegen die doch hier durch irgendwie? Das ist ja alles sehr merkwürdig. Wo ist mein Reparationsschiff? Verdammt nochmal. Da. Lassen Sie uns dienen. Sonst kommen wir hier nicht weiter mit dem. Der wird sich niemals von alleine reparieren können. Und es wäre zu schade, ihn zu verlieren. Auf in den Krieg. Da, Marines. Die haben es auch, auf jeden Fall. Die können sich in meinem Kampfverband da unten anschließen, finde ich. Das wäre noch ganz sinnig, oder? Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Ja, das kenne ich schon von euch. In diesem Nebel ist kein Latinum mehr vorhanden. Ist nicht schlimm, wir haben noch einen. Die brauchen es auch eigentlich gar nicht. Ach, siehst du, fällt mir ein, ich habe... Das hat sie völlig vernachlässigt. Schilde, bitte. Entwicklung eines Waffensystems hat begonnen. Wäre vielleicht auch ganz schön, das zu haben. Schlacht. Wir haben nicht genügend Metall. Was? Für was? Oh ja, ich sehe gerade die Metallreserven. Na, das ist gar nicht so wenig. Ach so, für die Station. Wir sind Klingonen. 2000. Machen wir. So recht. Sofort. So. Schließt euch an, wie gesagt. Ich frage mich nur, ob das dann hier auch erscheint in dieser Menüleiste, weil es ist schon ziemlich voll alles. Werden wir gleich sehen. Ach, guck mal, die fliegen echt mehr Kraft auf die Triebwerke. Woanders lang, ha? Wow. Nach Ehre. Die Schlacht hat also ja, da ist auch mal doch ein Durchgang, wie es aussieht. Das ist ja ein Ding. Für das Reich. Bereit zum Kampf. Ich verstehe nicht. Lass mich. Auf zum Sieg. Wir suchen nach Ehre. Weißt du was? Im Namen der Ehre. Holt's euch. Beamen und entern. Bereit zum Kampf. Wir schlagen schnell und schwungvoll zu. Haben die nicht gemacht, oder? Für das Reich. Haben sie nicht gemacht. Auf zum Sieg. Sehr merkwürdig. Aua. Sie schießen ja, die schießen ja daneben. Die treffen gar nicht. Für einen Kampf unglaublich untauglich. Bereit zum Kampf. Ach, jetzt aber machen sie das. Nett. Nur wo er quasi kaputt ist, oder was? Ein Spinnt ja wohl. Für egal. Das Reich. Randa. Wir suchen nach Ehre.
Repariert das schon? Sieht nicht so aus. Beginnen Reparatur. War ja klar, hat er wieder nicht gemacht. Wir haben eine neue Doch, Waffe. Auch bloß beide Systeme hier. Ah, sehr schön. Schilde sind da. Dann kann man ja auch Spaß an der Freude Antrieb machen. Entwicklung eines Waffensystems hat begonnen. Manchmal bringt es ja was, ne? Verstärkungen sind unterwegs. Na, wir haben es vielleicht geschafft. Dann können wir weiterarbeiten. Schön. Dauert ewig hier bei dem. So, Station steht. Alle durchfliegen. Lass die Hunde des Krieges Bis auf den los. Da, der ist tot. Lohnt sich auch kaum noch mehr. So, ach guck mal, das stapelt sich sogar. Das funktioniert ja wunderbar. Auf in den Krieg. Wieso habt ihr keine Schilde mehr? Auf in den Krieg. Ist immer schiefgelaufen, wie es aussieht. Wir suchen nach Ehre. Dann sucht das mal. So, wir machen weiter im Text. Ich speichere mal einfach so aus Spaß an der Freude, weil Energie. Wenn das Schiff demnächst kommt, brauche ich ja Dies wird ziemlich Tag. Sicher irgendwie ein Stück weit die Sicherheit, dass ich die nicht zerschieße aus Versehen. Ich kenne mich ja. Ich, wir hoppala. Sehen uns in da. So was kann ja mal versehentlich passieren. Ja, keine Frage. Wir sind so. Wo ist der Feind? Ach, wo ist echt eine kleine Karte? Das hat mich mir echt Sieg Zeit gelassen, muss ich sagen. Ja. Ich hätte bestimmt schon durch sein können, aber ich warte ja, weil ich die Klopfe wohl große Flotte habe. Also selber schuld. Rache schmeckt am Absolut besten, selber wenn schuld. Sie eiskalt serviert wird. Mhm. Aha. Was? Uns herjagen. Nicht umdrehen, seid ihr doof? Ja, nebenan, ne? Man könnte quasi rüberschießen, so ein Torpedo. Rache, angreifen sollt ihr, das wäre ganz nett. Hallo, Wo angreifen! Greif nicht an! Ja. Seht ihr blöd? Wo ist der Feind? Rache! Wo ist der Feind? Rache! Ja, ist ja gut. Feind. Die Schlacht hat begonnen. Feuer! Vernichtet die Feiglinge! Ja, kein Waffensystem mehr, so ist Niemand doof, ne? Halt! Halt! Für Carlis. Rache schmeckt am besten, wenn sie eiskalt ist. Was ist denn deren Basis hier bloß? Niemand lebt ewig. Achso, der andere ist hier drüben noch, ne? Ja, genau. Aber heile Waffensysteme, das ist schon mal gut. Dann können sie gleich, wenn der Rest separiert wurde, auch sich heilen fliegen, aber sie. Gerade nicht danach aus, wenn es repariert werden würde. In nächster Nähe. Rache schmeckt am besten, wenn sie eiskalt ah, okay, fliegt doch hier durch, ist okay. Dies wird unser Tag. Immer schön schießen. Ihr wisst, wie es läuft. Wir für Chaos. Wir sind bereit für den Kampf. Ah. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Guck mal, wer da kommt. Fliegt auch mitten durch. Toll. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Ja, kommt mal her jetzt hier. Die Schlacht hat begonnen. Ich sehe keine Station von denen, ist wieder merkwürdig. Niemand lebt ewig. Rache schmeckt am besten. Ist ja echt winzig, der... Oh, warte. Torpedos, wo kommen die her? Schön, wie ihr warbt hier. Von da unten. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Ist die im Nebel platziert? Kann eigentlich gar nicht sein. Wir schießen von hier aus. Niemand lebt ewig. Was ist der getarnt? Niemand lebt ewig. Hey, wo kamen diese Schüsse her? Lass die Hunde des Krieges los. Das ist ja sehr merkwürdig schon wieder. Unser Tag. Niemand lebt ewig. Sehr, sehr komisch alles. Das, mittendrin. Oh, schießen wir. Die schießen so. Das ist meine eigene. Ah. Okay. Das sind meine eigenen Schiffe, die das machen. Ich kann alle auf einmal nehmen. Mit allen Sachen. Ach, komm mal. Die doch nicht. Die passen nicht alle rein. Guck mal. Der hier war nicht dabei gewesen gerade. Ich speichere nochmal. Energie. Hier ist echt gerade nicht viel los. Wo ist der Feind? Mein Metall ist so ziemlich alle. Was ist da los? Wurde angegriffen? Tatsache. Ja. Rache schmeckt am besten, wenn sie eiskalt. Ja, ich muss so, wo das Schiff jetzt ist. Nicht, dass ich sie kaputt. Wow. Waffenreichweite erhöhen. Für die Ehre. Dies wird unser Tag. Ist das Schiff bloß? Ist das da? Das ist wahrscheinlich das da. Oha. Ja. Der Sieg wird Oha. Sein. Feuer auf den da. Vernichtet die Feiglinge. Oh, fuck. Rache schmeckt am Aber es ist eine riesige Armee, das gibt's doch gar nicht. Rache schmeckt am besten, wenn sie eiskalt Meine ganzen Übernehmungsdinger, scheiße. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Dies wird Ballert weiter, bitte.
Unsere Basis wird angegriffen. Oh, wo kommen die jetzt wieder her? Die müssen da drüben einfach aufploppen und hier rauskommen. Ist ja nicht normal. Aua. Dies wird unser Tag. Man, die zerschießen da mit ein paar Schiffen meine Station und ich mache hier mit so einer Armada was gar nichts da drüben. Das gibt's doch gar nicht. Die Schlacht hat begonnen. Wollt ihr mich verarschen?